Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem Food Haul. Ja, eigentlich ein bisschen verrückt und ihr denkt wahrscheinlich, ich horte jetzt Essen, weil ich habe gestern meinen Kühlschrank gezeigt, also beziehungsweise den Inhalt davon. Ja, heute war ich im Aldi gewesen, zu Fuß. Alles, was ich jetzt hier zeige, habe ich alles zu Fuß geschleppt und ich bin zum Aldi hin, weil mein Mann wollte so ein paar Sachen gerne haben und da bin ich dann einfach los, weil ja, und das zeige ich euch jetzt einfach mal. Ich beginne hier vorne einmal mit dem Chicorée. Den Chicorée habe ich dort gesehen. Also ich esse schon sehr gerne Chicorée. Ich koche den und dazu mache ich Kartoffeln. Wir haben nämlich noch ziemlich viele Kartoffeln. Und dann kommt das in die Mikrowelle. Also man zubereitet das, also wenn der Chicorée gekocht ist und die Kartoffeln, zubereitet ihr euch das auf den Teller. Und dann kommt da eine Scheibe Schinken drauf und ihr garniert das mit einer Scheibe Käse und das schmeckt richtig lecker. Dazu könnt ihr auch noch, damit das Ganze so ein bisschen mehr Biss hat, mit einer Soße machen. Ich mache dazu immer Hollandaise-Soße und das schmeckt richtig lecker. Und ja, das gibt es denn heute. Ja, gestern habt ihr ja in meinem Kühlschrank ja nicht gesehen, dass ich ja gar keinen Aufschnitt habe. Und da habe ich so ein bisschen was gekauft. Jetzt ist ein Gewürz runtergefallen. Ich habe einmal ja Fleischsalat geholt. Das ist uns leer gegangen. Beziehungsweise hatten wir verbraucht. Beziehungsweise ich esse den nur. Mein Mann isst, mag das nicht. Das habe ich gekauft. Dann habe ich, also das hat sich mein Mann gewünscht, das ist sein Lieblingsschinken. Davon habe ich gleich zwei geholt. Die isst er immer gerne, super gerne mit dem Brötchen. Den werde ich auch auf den Chicorée dann drauf tun. Habe ich zwei Packungen von. Ja, dann hat er sich Brötchen gewünscht. Das sind seine Lieblingsbrötchen. Ja, da habe ich zwei Packungen von geholt. Die liebt er einfach. Das sind so Aufbackbrötchen, Körnereck nennen die sich. Habe ich zwei Packungen. Ja, dann habe ich einmal für mich so Geflügelmortadella geholt. Und ich habe einmal für mich so Cheddar-Käse, den habe ich schon ganz lange nicht mehr gegessen. Hatte ich einfach irgendwie so drauf Hunger drauf, habe ich dann einfach mitgenommen. Mein Mann wollte auch gerne Käse haben, also er mag gerne so fettreduzierten Käse, also von Gouda. Einmal habe ich den hier mitgenommen und einmal so einen, der ist so aromatisch pikant und einmal cremig mild. So, dann habe ich für meinen Mann einmal so Gummibärchen, er liebt Gummibärchen. Das war nicht so auf, sag ich mal, dass er sich jetzt nicht gewünscht. Das habe ich ihm aber einfach so mitgebracht. Und er liebt diese Jaffa Cake Kekse. Deswegen habe ich ihn einfach mitgenommen, also gekauft. Ich habe dann für mich so Kinderriegel mitgenommen. Die mag ich auch gerne. Und dann habe ich ja, zum Backen Vanillezucker. Da sind ja nicht so viele drin. Ich meine nur drei Stück. Und je nachdem, was man dann so mal macht, hat man schon schnell verbraucht, deswegen habe ich mir noch ein Tütchen mitgenommen. Dann habe ich mir auf Vorrat wieder eine Dose Champignons mitgenommen. Dadurch, dass ich zu Fuß war, habe ich jetzt nur eine mitgenommen, sonst hätte ich zwei oder sogar drei mitgenommen. Ja, dann habe ich etwas entdeckt, was ich schon mal gekauft hatte. Das ist super lecker. Das sind diese Mini-Rollen mit Spinatkäse zum Aufbacken. Die gab es im Sommer. Und das ist etwas, was es nicht immer im Sortiment gibt. Sehr, sehr lecker. Kann ich nur empfehlen. Da sind 1000 Gramm drin, also 1 Kilo. Und ich habe die auch schon mal beim Pennymarkt gekauft. Letztes Jahr, irgendwie im Herbst, habe ich drei Packungen mitgenommen. Das waren dann so Blätterteig, Spinat, Feta-Taschen. Die sind so ein bisschen anders, weil das sind so Röllchen. Und beim Pennymarkt waren das so Taschen und ich liebe die, die schmecken so lecker, habe ich gleich zwei Stück mitgenommen. Eine habe ich unten in der Gefriertruhe. Ja, unten habe ich ja meinen Kühlschrank. Also, wir sind ja damals zusammengezogen und dann hatten wir alles doppelt. Meiner war dann im Keller gewesen, weil mein Kühlschrank etwas kleinerer war als der von meinem Mann. Und bei meinem Mann, der Kühlschrank, der ist oben. Jetzt hier bei uns in der Wohnung und der untere ist unten. Und unten habe ich gefrorenen ja, Blumenkohl. Ich habe da zwei Hackfleischpackungen. Unglaublich. Und ja, noch so eine Spinat-Feta-Taschenrolle.
Also Packung noch vom Penny, dann habe ich diese hier noch reingetan. Und ich habe gesehen, ich habe hier da noch eine Packung Bienenstich und eine volle Packung Pommes. Also ich bin wirklich gut ausgestellt für die nächsten Wochen. Also ich kaufe nicht ganz so oft immer ein, sondern, wie soll ich sagen, ich kaufe lieber auf Vorrat und dann habe ich 2 Wochen Ruhe und Wasser und so. Das kaufen wir dann separat. Also das kaufen wir auch beim Aldi, aber da haben wir auch noch genug. Ja, dann, ich habe dann einmal diesen Kernemix. Das sind zum Backen, nee, zum Knabbern und Genießen. Das sind so Kerne drin. Die haben mir wie gerufen, weil ich möchte gerne mal Dinkelbrot selber backen. Ich habe so eine Maschine. Und die habe ich zu Weihnachten ja geschenkt bekommen. Und ich wollte letztens, ich habe, beziehungsweise, wie formuliere ich das am besten? Also ich wollte Dinkelbrot backen. Da sind so verschiedene Rezepte drin. Und ja, da fehlte mir was. Also ich hatte keine Körner. Und dann habe ich so ein mediterranes Brot gemacht. Das hat auch ganz gut geschmeckt. Ja, und jetzt wollte ich dann Körnerbrötchen bzw. Brot ausprobieren. Ja, deswegen habe ich die mitgenommen. Dann habe ich einmal hier dieses hier. Das sind so Fruchtgummi. Also so verschiedene Geschmacksrichtungen. Ich kenne das früher noch aus meiner Kindergartenzeit. Und das möchte ich gerne verschenken. Denn ich kenne nämlich einen Kindergarten und da wollte ich das den Kindern, die derzeit dort in Betreuung sind, verschenken. Also ich wollte dazu was basteln und dann wollte ich das da abgeben. Ja, das habe ich dann einmal mitgenommen. Also das ist so ein bisschen so für Karneval, sage ich mal. Dann habe ich das hier gesehen, das ist so im Wochenprogramm gewesen. Das sind holländische Mini-Pfannkuchen. Irgendwie sah das so ganz lecker aus. Also ich war gegen Mittag da beim Aldi. Dann habe ich mir so 2 Nektarinen mitgenommen. Und hier habe ich noch so ein Fuß, ja, Mozzarella und Kräuterbrot. Das schmeckt richtig lecker. Ich habe ja noch eine. Aber Aldi hat das nicht immer. Und daher habe ich gedacht, immer wenn ich beim Aldi bin, nehme ich mir eins so mit. Sehr lecker finde ich das. Kann man auch gut einfrieren. Ja, dann habe ich noch eine Packung Freilandeier mitgenommen. Ja, wir haben auch einen guten Eierverbrauch, sage ich mal. Dann kann man immer gut auf Vorrat haben. Dann habe ich für mich einmal so Butterringe. Also ich habe heute wirklich ganz viel ge irgendwie gekauft, irgendwie, worauf ich Hunger hatte, irgendwie da. Weil ich war vorher spazieren gewesen und irgendwie, ja, ich wollte nicht erst einkaufen gehen und dann spazieren, sondern ich habe das jetzt anders gemacht, was irgendwie für mich logischer war, erst spazieren und dann einkaufen. Aber dann war ich so ausgehungert und deswegen irgendwie so vieles mitgenommen, ja, weil ich Hunger hatte. Dann hatte ich einmal so Waffeleier. Ich liebe die in der Osterzeit. Ja, es gibt auch schon so Osterprodukte beim Aldi und ich liebe diese Eier. Wenn die irgendwo im Sortiment sind, nehme ich das immer mit. Ja, derzeit esse ich auch super gerne diese grünen Äpfel. Ich habe, meine ich, nur noch ein oder zwei Äpfel davon und deswegen wollte ich gerne, ja, mir eine Packung mitnehmen. Ja, und dann zeige ich ihr nochmal, was ich für mich und meinen Mann jetzt zum Essen gekauft habe. Ja, ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Das ist so, ja, das war eine Backabteilung. Sind so kleine Flammkuchen. Die werde ich gleich noch so in den Ofen tun und dann können wir die essen, so als Mittagssnack. Also, sag ich mal, weil wir heute Abend ja auch noch warm essen. Ja, das war so mein Food Haul aus dem Aldi. War ja schon Ewigkeiten kein Food Haul. Sonst denkt ihr, ich bunkere jetzt voll das Essen, weil ich ja gerne diesen ganzen Kühlschrankinhalt gezeigt habe. Ja, ihr habt ja vielleicht so gemerkt, ich mache jetzt irgendwie auf meinem Kanal mehr so random Stuff. Also das heißt, ich mache so unterschiedliche Videos zu allen möglichen Themen, Gelegenheiten, so wie es mir in den Sinn kommt. Ja, seid gespannt, was es noch so geben wird. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!